Sehr geehrte Damen und Herren, auch im Namen meiner Vorstandskollegen darf ich Sie alle sehr herzlich begrüßen zum Jahresempfang 2020 des Volkmann Museumsvereins und zur Verleihung der EIKA-Auszeichnungen 2019. Eingangs muss ich gestehen, dass jedenfalls wir Essen, was das Museum angeht, gute Routine darin haben, uns selbst zu loben. Wenn aber eine Einrichtung wie die EIKA kommt und uns mit einer Auszeichnung versieht, wie es erfolgt ist, dann ist natürlich die Freude ganz besonders groß. Wenn Berufenere ein Lob aussprechen, dann ist das ein Festwert. Und dieses Fest wollen wir heute Abend mit Ihnen allen zusammen feiern. Ich darf zunächst mal aber unsere mitwirkenden Gäste vorstellen und herzlich begrüßen. Dazu zunächst einmal die Vorsitzende der EIKA Deutschland, die Präsidentin der EIKA Deutschland, Frau Dr. Danielle Perrier. Frau Perrier wird sicher gleich noch etwas zur EIKA sagen, insbesondere auch den französischen Namen mal aussprechen, das habe ich mir nicht zugetraut. Aber wir werden Sie gleich hier noch begrüßen dürfen. Ich darf vorstellen, sodann Frau Uta Reindl, Vizepräsidentin der EIKA, ebenso wie die Vorstandsmitglieder und Beiratsmitglieder Frau Claudia Bachudi und Herrn Kolja Reichert. Mit Frau Dr. Perrier verbindet mich in gewisser Weise indirekt etwas. Sie ist nämlich Gründungsdirektorin des Ludwig-Museums in Koblenz und hat dort damals viel Kontakt mit Peter Ludwig gehabt, unterstelle ich. Und ich freue mich darauf, Frau Perrier gleich beim Essen mit Ihnen über Peter Ludwig zu plaudern, den ich selber in Aachen noch kennengelernt habe, weil wir beide zeitweise Mitglied des Kulturausschusses in der Stadt waren. Es sind anwesend und ich begrüße weitere Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder, EIKA ist in Deutschland ein eingetragener Verein, habe ich gelesen, die hier anwesend sind. Und dann frage ich mich, ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, ob Herr Matzen da ist. Der ist nicht da. Was angesagt war, der Oberbürgermeister von Rostock, der eine gewisse Besonderheit ist, ein bisschen prominent, kommunalpolitische, weil er nämlich der einzige Oberbürgermeister des Landes einer größeren Stadt ist, der keinen deutschen Pass hat. Er ist Däne. Schade, er hatte sich angesagt. Ich darf aus Essen begrüßen Frau Professor Gater, Vorsitzende des Kuratoriums der Alfred Krupp-Halbach-Stiftung, dem Kuratorium und der Stiftung, der wir sehr verbunden sind, weil sie uns gegenüber sich mit großer Verbundenheit erkenntlich gezeigt hat. Ihnen, liebe Frau Gater, beziehungsweise Ihrer Stiftung verdanken wir zum Beispiel derzeit noch den freien Eintritt, eine eindrucksvolle Zuwendung, die auch national weiterhin beachtet worden ist. Und dann kann ich nicht lassen, auf die großzügigen Sponsoren hinzuweisen, die zuletzt noch die großen Ausstellungen des Hauses unterstützt haben, nämlich der Montierte Mensch und Keith Haring. Und da fügt es sich, dass der Vorsitzende des Vorstandes der RWE, Dr. Schmitz, im Saale ist. Ausstellung der Montierte Mensch gefördert hat mit dem Vorstand und dem Unternehmen, ebenso wie Keith Haring großzügig unterstützt wurde von Herrn Nein, zunächst mal von der E.ON SE, sie ist zu erwähnen sicher und vertreten durch den Vorstand und Herrn Johannes Theissen. Ohne solche Ausstellungen hat das Haus nicht sein Gepräge. Insofern muss darauf hingewiesen werden, dass diese Beiträge existenziell wichtig sind für das Haus und wenn sie dann zustande kommen, kann man nur dankbar sein. Die Auszeichnungen der EIKA richten sich an drei Häuser, neben dem Museum Volkwagen, die Kunsthalle Rostock, wunderbar gelegen in einem städtischen Park und der Kunstwerke Berlin, ohnehin national weithin bekannt als extrem innovative Einrichtung,
Übrigen in der Nachbarschaft eines Freundes gelegen oder der Freund hat sich dort angesiedelt, Thomas Ulrich, wie auch immer. Wir freuen uns über Sie, die Sie aus Berlin und aus Rostock zu uns gekommen sind heute Abend und begrüßen Sie ebenfalls sehr herzlich. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ein Spruch, der üblicherweise in gemeinnützigen Vereinen verpönt ist. In Sachen und zu Zeiten Corona ist er ein wichtiger Rat, denn wer auf sich selber achtet, tut auch etwas für die Sicherheit seines Nächsten. Bitte denken Sie heute Abend insofern an sich und an den anderen. Wir sind an dieses Schutzkonzept, das wir im Vorfeld der Veranstaltung haben erstellen wollen und müssen, gebunden. Und ich bitte Sie herzlich, die Spielregeln mitzumachen, die in diesem Schutzkonzept, wir haben das ja in der Einladung wiedergegeben, aufgeführt sind. Dieses Schutzkonzept wurde bereits im September vom Gesundheitsamt und dem Ordnungsamt genehmigt und wir haben es heute nochmal ausdrücklich bestätigen lassen. Also Sie sind von daher formal betrachtet in sicheren Händen, aber bitte spielen Sie mit. Die Nachricht von der Auszeichnung durch die EIKA hat Anfang des Jahres Jubel ausgelöst. Ich kann es nicht anders sagen. Wir, der Verein und seine Mitglieder, aber auch die Stadt, haben uns gefreut für das Team des Museum Volkmann, für den Direktor Peter Gauschlüter, der immerhin mit 2019 sein erstes volles Jahr hier hatte. Ich muss sich vorstellen, er ist Mitte 2018 Peter gekommen, hat er mal ein Jahr gemacht und dann haben sie das auch so gleich ausgezeichnet. Ich kann nur sagen, das ist ein Lauf, der ist großartig und es freut uns für die Stadt natürlich auch, die immerhin 10 erfolgreiche Jahre mit baulichem, personellen und konzeptionellen Wandel hinter sich hat. Den Neubau haben Sie eben gesehen, hat diese Erneuerung am Anfang dieser 10 Jahre begründet. Ich danke, was die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung angeht, allen, die daran beteiligt sind, insbesondere Frau Uta Reindl, die sehr aktiv war in der Vorbereitung der Veranstaltung zusammen mit unseren Damen, der Geschäftsstelle Gina Becker und Jana Tempelmeier, den Herren der GVE, die übrigens eine der flottesten städtischen Servicegesellschaften ist. Und ich danke im Übrigen auch, was den Blumenschmuck angeht, dem Hause Merck-Fink, die ihn freundlicherweise gespendet haben. So, jetzt geht es weiter. Wir haben vereinbart, dass es hier ein bisschen zackig geht. Zugeht und darf damit Frau Dr. Perrier auf die Bühne. Vielen Dank für Ihre Zeit gegeben haben und die anwesend sind und zum Teil, glaube ich, auch zugeschaltet. Mancher Gast wird rätseln, wer die EIKA ist und wofür sie steht. Die Association Internationale des Critiques d'Art, EIKA, ist der internationale Kunstkritikerverband, der 1948 bis 1949 in Paris gegründet und 1951 von der UNESCO als nichtstaatliche Organisation anerkannt wurde. Im selben Jahr wurde auch die deutsche Sektion der EIKA ins Leben gerufen.
Der EIKA International gehören weltweit über 5000 Kunstkritiker und Kritikerinnen an, aus 95 Ländern. Die deutsche Sektion zählt derzeit gut 200 Mitglieder. Unsere Ziele sind die Förderung des Verständnisses der bildenden Kunst in all ihren geschichtlichen Entwicklungen und Erscheinungsformen und deren kritische Interpretation. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören, Kunstkritik in ihren Einfluss zu fördern, der Schutz ethischer wie professioneller Interessen ihrer Mitglieder und Kollegen, im Besonderen zur unparteiischen Verteidigung der Presse und Meinungsfreiheit, ein aktives internationales Netzwerk zu pflegen, um den internationalen Austausch von Informationen zu gewähren und dabei zum gegenseitigen Verständnis der bildenden Kunst und Ästhetik aller Kulturen beizutragen. Der Schwerpunkt unseres Wirkens liegt im Bereich der modernen und zeitgenössischen Kunst. Bei EIKA International gibt es 10 Komitees zur Wahrnehmung verschiedener Aufgaben. Besonders wichtig ist, in Anbetracht der restriktiven politischen Haltung gegenüber der Pressefreiheit in der heutigen Zeit, das Komitee Zensur und Meinungsfreiheit. Aktuell kämpfen wir mit Petitionen gegen die Folgen des neuen Gesetzes mit dem propagandistisch-euphemistischen Namen Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong. Augenblicklich beschäftigt uns zudem ein eklatanter und unverständlicher Fall musealer Selbstzensur. Die Verschiebung der Ausstellung des amerikanischen Malers Philip Guston durch 4 namhafte Museen. Sein Werk, das sich unübersehbar kritisch mit den rassistischen Umtrieben des Ku Klux Klans beschäftigte, und somit, ich zitiere seine Tochter Musa Meyer, dem weißen Amerika einen Spiegel vorzuhalten und so die Banalität des bösen und systemischen Rassismus zu entlarven wagte. Diese Kunst soll plötzlich nicht mehr angemessen sein. Diese Unterwürfigkeit der 4 Museumsdirektoren gegenüber einem angeblich kritischen Zeitgeist ist schlichtweg ein Skandal. Und ich freue mich, dass meine Kollegin Katrin Lorsch in der Süddeutschen Zeitung einen virulenten Artikel darüber geschrieben hat und gefunden hat, dass man diese 4 Direktoren eigentlich kündigen müsste. Ja. EIKA International veranstaltet jährlich Weltkongresse, die turnusmäßig von den jeweiligen nationalen Sektionen organisiert werden. Im vergangenen Jahr haben wir als deutsche Sektion den internationalen EIKA-Kongress in Köln und Berlin unter dem Thema Kunstkritik in Zeiten von Populismen und Nationalismen organisiert und sind momentan dabei, die Akten des Kongresses zu publizieren. In Deutschland hat unser langjähriger, verdienstvoller Präsident Walter Fiet in den 90er Jahren das Profil unseres Vereins entscheidend geprägt. 1993 gründete er die Reihe Schriften zur Kunstkritik, um in absichtlich knapper Form Themen zum aktuellen Diskurs der Kunstkritik zu behandeln, ein bewusstes Statement in einer Zeit immer größerer und schwererer Publikationen. Mittlerweile sind bereits 28 der schmalen Bändchen erschienen. Auch unter seiner Herrschaft. Bereits 1991 wurde die Auszeichnung Ausstellung des Jahres erstmals vergeben. Vorschläge können von allen Mitgliedern eingereicht werden, wobei ein 5-köpfiges Nominierungskomitee
Komitee eine Vorauswahl trifft, die dem Plenum bei der Jahresvollversammlung zur Wahl vorgestellt wird und aus der dann die Ausstellung des Jahres hervorgeht. Wichtig sind dabei die Stringenz der inhaltlichen Darstellung und die Präsentation. Dieses Jahr wurde Palast der Republik der Kunsthalle Rostock ausgewählt und ich möchte schon an dieser Stelle meinen herzlichen Glückwunsch dem Direktor der Kunsthalle Uwe Neumann und der Kuratorin der Ausstellung Elke Neumann aussprechen. Der guten Ordnung halber, trotz der Namensgleichheit sind die beiden weder verwandt noch verheiratet. Da meistens dass Claudia Valmudi, die Redakteurin von TIP und auch Ihnen vielleicht bekannt durch ihre Artikel im Kunstforum, die Laudatio halten wird. Da meistens Großausstellungen zur Ausstellung des Jahres gekürt wurden, während originelle Projekte von kleineren Häusern keine Chance hatten, wuchs bei der EIKA Deutschland das Bedürfnis, auch dies sowie Künstlerinitiativen und Projekte abseits des Mainstreams auszuzeichnen. 1996 wurde erstmals die besondere Ausstellung prämiert. Sie wird von einem einzelnen Juror oder einer Jurorin ausgewählt. Diese Juroren werden im jährlichen Turnus von ihren Vorgängern bestimmt. In diesem Jahr hat Kolja Reichert, den Sie alle durch seine Artikel in der FAZ kennen, die Ausstellung The Making of Husbands, Christina Ramberg im Dialog, von den Kunstwerken Berlin ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch an die Kuratorin Anne Kritz, die auch den Direktor Christ Ruschunzen vertritt. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht allzu sehr verballert. Eine Ehrung des Museums des Jahres haben wir erstmal 2004 beschlossen. Die Entscheidung hierfür trifft das EIKA-Präsidium, im vergangenen Jahr ja also Sabine Maria Schmidt, Uta M. Reindl, Ellen Wagner und ich. Unter den zahlreichen Kriterien, auf die wir besonders achten, seien folgende hervorgehoben. Wir zeichnen Häuser aus, die quer zu den herrschenden Trends liegen und sich dem Art Entertainment und dem kommerziellen Kunstbetrieb entgegensetzen. Sammeln, bewahren und erschließen sind die Kriterien, die für ein Museum an vorderster Stelle stehen müssen. Und Sie werden gleich von Uta M. Reindl, Vizepräsidentin der EIKA Deutschland und Laudatorin des Museums des Jahres, mehr zur detaillierten Begründung unserer diesjährigen Wahl für das Folkwang-Museum hören. Doch sei mir erlaubt, noch vorher Peter Gorschlüter ganz persönlich zu der schönen Auszeichnung Museum des Jahres herzlich zu gratulieren und nochmals auch Dank an Herrn Planck und dem ganzen Museumsverein, dass Sie dieses Museum so wunderbar, wie wir es auch schon gesehen haben, unterstützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, ich wollte noch Claudia Valmudi ankündigen, die jetzt die Präsentation der Ausstellung Palast der Republik macht. Sehr geehrter Herr Gorschlüter, sehr geehrter Herr Planck, liebes Team vom Vorpommern-Museumsverein und vom Museum selbst. Ich mache es mit der Begrüßung kurz, weil wir ja noch wenig Zeit haben. Liebe Frau Neumann, lieber Herr Neumann, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen,
Es ist ein merkwürdiges Gefühl und erlauben Sie mir bitte ganz kurz über ein Gefühl zu sprechen, bevor ich sachlich zur Ausstellung des Jahres Palast der Republik komme. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, im Herbst 2020 über eine Ausstellung zu sprechen, die im Sommer 2019 stattfand. Es scheint nämlich viel länger her zu sein. Im Sommer 2019 war es möglich, ohne ein Zeitfenster-Ticket zu buchen, ganz nach Lust und Laune eine Ausstellung in der Kunsthalle Rostock anzusehen. Covid-19 hatte uns noch nicht im Bann. In jenem heißen, trockenen Sommer war es ebenso möglich, einfach nach einem Besuch der Ausstellung Palast der Republik weiter nach Warnemünde zu fahren und in die Ostsee zu springen, ohne sich vorher erkundigen zu müssen, ob Mecklenburg-Vorpommern Tagesgäste ins Land lässt. Im Rückblick erscheint mir das wie eine andere Welt. Die Pandemie verändert die Wahrnehmung von Zeit und Raum. So viel ist geschehen seit März. Und doch ist die Ausstellung Palast der Republik aktuell geblieben. Mit ihrem Thema, dem 2008 endgültig abgerissenen Gebäude namens Palast der Republik auf dem Berliner Schlossplatz. Und mit ihrem zweiten Thema, den Debatten darüber, was mit dem 1976 fertiggestellten Gebäude geschehen sollte, das als Sitz der Volkskammer der DDR, Veranstaltung und Restaurant diente. Erst am Samstag haben wir wieder über Mauerfall und das vereinte Deutschland öffentlich nachgedacht, zum 30. Jahrestag der Einheit. Da gehört der Palast der Republik und seinen Anfang und sein Ende mit ein. Und auch ein weiterer Anlass der Ausstellung bleibt ja bestehen, die Eröffnung des Humboldt-Forums, das auf dem Berliner Schlossplatz an der Stelle des Palasts der Republik entstanden ist. Eigentlich sollte die Eröffnung des Humboldt-Forums im Herbst 2019 stattfinden, kurz nach Ende der Ausstellung in Rostock. Doch zunächst wegen Problemen bei der Haustechnik, das kennen wir von Berliner Gebäuden, und nun wegen der Pandemie verzögert sich seine Eröffnung erneut, voraussichtlich bis Dezember. Die Ausstellung Palast der Republik in Rostock und ihr Katalog waren und sind ein Kommentar zu dem Umgang mit dem Schlossplatz in der DDR wie im Vereinten Deutschland. Sie war gerade deshalb ein Kommentar, weil sie sich weitgehend eines Kommentars enthielt. Kuratorin Elke Neumann setzte auf eine sachliche kunst- und kulturhistorische Betrachtung und das leicht verständlich. Wissenschaft Edits Best war das. Chronologisch und thematisch in Kapiteln übersichtlich geordnet waren unter anderem zu sehen, jetzt hoffe ich, ich drücke den richtigen Knopf, Entwürfe für das Gebäude sowie Mobiliar wie Freischwinger und Kugellampen, Entwürfe sogar für die Kleidung des Personals. Auftragskunst für den Palast, hier sehen Sie die Lampen, etwa von Willi Sitte, Bernhard Tübke und Ronald Paris. Dokumentarfotos von Bauarbeiten, Dokumentarfotos und künstlerische Fotos von Besuchern, Fototapeten mit Innenansicht aus dem Palast, die sich auf die Wände der Kunsthalle so genau einpassten, als seien sie dort und nicht in Berlin fotografiert worden. Ich gehe mal zurück. Sehen Sie nochmal die anderen Fototapeten aus dem Palast, die dann in Rostock fast so aussahen, als seien sie von dort, als ob man jetzt hier im Restaurant am Alex säße. Aber den Schwerpunkt bildete Gegenwartskunst. Sie thematisierte Leerstand zwischen Nutzung und Abriss des Hauses. Zu den beteiligten Künstlern und Künstlerinnen zählten zum Beispiel Doug Hall, Thomas Flurschütz, Emma Stirn, Nina Fischer und Marwan Gelsani, Fred Rubin, von dem Sie hier die Skulptur mit der ausgebauten Bar im Palast.
Palast der Republik, also aus dem Palast der Republik, zu einer Installation umgewandelt sind und von Bettina Kuszczy, um nur einige zu nennen. Mit dieser ungewöhnlichen Kombination von Gattungen, Medien, Formaten und Ortsbezug leistete die Ausstellung viererlei. Erstens, sie erinnerte an Gestaltung und Funktionen des Palastes der Republik, an Fakten genauso wie Fiktionen zu dem verschwundenen Haus. Die damaligen Gestaltungsprinzipien wurden wieder sichtbar und mit ihnen die sozialistische Uminterpretation des Bauhauserbes im Sinn eines staatlich verordneten Fortschrittsglaubens. Zweitens, die Ausstellung lenkte Blicke eines überregionalen Publikums auf die Rostocker Kunsthalle selbst, den einzigen Museumsneubau in der DDR. Von Hans Fleischhauer und Martin Halbers entworfen und 1969 fertiggestellt, ist sie so etwas wie eine ältere und doch kleinere Schwester des abgerissenen Ostberliner Repräsentationsbaus. Drittens, vor diesen historischen Exponaten spiegelte die zeitgenössische Kunst die Debatte um die Zukunft des Gebäudes auch als einen Kampf um die Deutung von Geschichte. Und da ließen sich mehrere Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst erkennen. Ich will hier nur drei nennen. Also es gab zahlreiche zeitgenössische Arbeiten, die den Umgang mit dem Palast als westliche Siegergeste interpretieren, etwa die Arbeiten von Emma Stibben oder von Klaas Gutsche, die Sie hier hinter der Scheibe von Marwan Besani und Nina Fischer sehen. Das ist der Limonschnitt an der Wand. Der erfasste Lampen und Teile der Palastfassade, die Schattenrisse und darin den leeren Kreis, in dem bis 1990 das Staatswappen der DDR hing. Erasure heißt die Arbeit, Auslöschung. Dann wiederum gab es Arbeiten, vor allem aus Mitte der Nullerjahre, die für einen Erhalt des Gebäudes plädierten. Damals nutzten Kulturschaffende den leeren Palast als Aufführungsstätte. Es ging also auch darum, das Gebäude als Veranstaltungsort für Kultur zu retten. Befürworter von Abriss und Schlossneubau kommen in diesen künstlerischen Arbeiten verständlicherweise eher selten zu Wort. Kunst nahm hier Partei, auch das wurde in der Ausstellung deutlich. Und schließlich gab es Arbeiten, die von Widerspruch gegen den Palast der Republik zeugen. Einspruch kam von kritischen Künstlern aus der DDR, von dem Fotografen Harald Hauswald etwa und dem Konzeptfilmkünstler Kurt Buchwald oder von der Künstlerin Andrea Pichel. Sie hatte ein Modell des Palasts gebaut aus leeren Hüllen von Kassetten, versehen mit Punk-Songs, die in Ostberlin im Prenzlauer Berg kursierten. Und in dieser Szene galt Honeckers Lampenladen, so lautete der Spottname für den Repräsentationsbau, als Vergnügungsstätte angepasster Bürger. Und stellvertretend für diese lässt Pichel in ihrer Arbeit über dem Modell eine Wiedergabe von einer Rede von Katharina Witt, der damals jungen Eiskunstläuferin, klingen, die diese als FDJ-Mitglied in der Volkskammer hielt. Ein Loblied auf den Sozialismus, aber derart uninspiriert vorgetragen, dass diese Rede für sich selber sprach. Der Palast der Republik, auch das zeigte die Ausstellung, war bereits vor der deutschen Einheit umstritten, unter anderem Vorzeichen. Und viertens, nicht zuletzt dank des Ausstellungsortes ging das Konzept hervorragend auf. Palast der Republik passte sich perfekt in die offenen Säle und Zwischengeschosse der Kunsthalle Rostock ein. Anders als der Palast hat sie Abrisspläne überstanden. Der einzige Museumsneubau der DDR genießt heute Denkmalschutz, wird zurzeit saniert und hat derweil im Neubau geöffnet, wo derzeit Leiko Ikemura ausstellt. Palast der Republik thematisierte also auch den Umgang der Hansestadt Rostock mit DDR-Erbe, einem der DDR-Moderne erlebt
und erforschbar gehalten hat. Wie gut Ausstellung und Ort sich ergänzten, zeigte weithin sichtbar Bettina Pustschis Fassadenarbeit. Eine Hülle aus schwarz-weißen Fotodrucken schien die Rostocker Kunsthalle in eine verkleinerte Replik des Berliner Palasts zu verwandeln. Jedoch nicht mit dem Staatsemblem der DDR auf der Frontseite, sondern der Fotografie einer Normaluhr, Symbol für die verstrichene Zeit. Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine Wiederaufnahme von Pustschis Arbeit 2009 am Berliner Schlossplatz auf der Wand der temporären Kunsthalle, die damals dort stand. Auch die temporäre Kunsthalle gehört schon einer anderen Zeit an, dabei ist es erst 11 Jahre her. Von der Vielfalt dessen, was zwischen den 70er Jahren und heute um den Palast herum geschehen ist, zeugt ein abwechslungsreich geschriebener und gestalteter Katalog in den Farben der Fassade, die am Palast der Republik außen dran waren, die Sie vielleicht von Filmarbeiten von Tazi Dardin kennen. Er bietet reichhaltiges Material für weiterführende Studien und auch mit ihm bleibt diese Schau aktuell. Zusammenfassend möchte ich sagen, die Ausstellung Palast der Republik hat Maßstäbe gesetzt über das mit großen Kunsthäusern spärlich bedachte Mecklenburg-Vorpommern weit hinaus. Für ihre transdisziplinäre Vielfalt, ihre visuelle Qualität und die anschauliche Zeit- und Kunstgeschichte, die hier geschrieben wurde, verdient sie nach Meinung der EIKA-Mitgliederversammlung vom März 2020 die Auszeichnung Ausstellung des Jahres. Ich freue mich, der Kuratorin Elke Neumann, dem Team der Ausstellung und Kunsthallendirektor Uwe Neumann über ein Jahr nach Ende der Ausstellung zu dieser Auszeichnung gratulieren zu dürfen. Und ich freue mich, dass wir diese Auszeichnung hier und heute trotz Pandemie persönlich aussprechen können. Vielen Dank.
und fast schon komische Abbremsung, die so gut in diese Zeit des Abstands passt. Ich bin Kolja Reichert. Schönen guten Abend, lieber Peter Gorschmüter, sehr geehrter Herr Blank, herzlichen Glückwunsch. Lieber Elke Neumann, lieber Uwe Neumann, herzlichen Glückwunsch. Lieber Anna Gritz, danke fürs Kommen. Und schon jetzt mein Riesenrespekt für die Ausstellung, die ich gleich die Ehre habe zu beschreiben. Mir wurde ein Teleprompter versprochen. Wissen Sie davon? Ich freue mich sehr, im Namen der EIKA eine Ausstellung auszuzeichnen, die heraussticht. Einerseits aus dem Zwang zur Blockbuster-Ausstellung, in der berühmte Namen zum Content von Marketingkampagnen werden, die zur Erfüllung von Besuchererwartungen dienen. Und heraussticht andererseits aus Nischenausstellungen, in denen verschiedene Szenen in Kunstvereinen oder Museumsräumen sich ausbreiten und Spezialinteressen vertiefen, was ja wunderbar ist, nur oft ohne, dass die Institution diese Praxis anbinden würde an übergeordnete Fragen an diese jeweiligen Arbeiten oder an die Kunst allgemein. The Making of Husbands, Christina Romberg in Dialogue, der Titel übrigens angelehnt an eine BBC-Dokumentation über die Dreharbeiten zu John Cassavetes Film Husbands von 1970. Die BBC-Dokumentation arbeitete heraus, wie die Geschlechterrollen der Darsteller die Filmarbeiten, das Verhalten am Set beeinflussten. Also eine frühe Reflexion von Genderrollen. The Making of Husbands, Christina Rambert in Dialogue, führte vor, wie eine Institution präzise Fragen an ein Werk formulieren kann, wie sie das Werk herausfordern kann und gerade dadurch die Autonomie dieses Werkes stärken kann. Anna Gritz, Kuratorin der Kunstwerke, forscht seit 2014 zum Werk von Christina Romberg, deren Namen ich bis zur Ausstellung nie gehört hatte. Sie ist 46 geboren, 95 mit nur 49 Jahren gestorben und gehörte zur losen Gruppe der Chicago Imagists, die sich stark unterschieden von der New Yorker Kunstszene, die in der Abstraktion brachen, stark den Surrealismus untersuchten und einen ganz eigenen Zugriff auf die Pop-Art hatten. Sie lehrte lange am Art Institute of Chicago, genauso wie ihr Mann auch Philip Hansen, der eben so zur Gruppe der Chicago Imagists gehörte. Ja, und Romberg untersuchte in ihren Zeichnungen und Malereien die Konditionierung des Körpers durch Kleidung. Wir sehen hier immer neue Variationen weiblicher Torsi mit Applikationen von Haarteilen, von Miedern, den Falten, die Kleidungsstücke werfen. Es ist ein bizarres und düsteres, auch erotisches Kabinett von eigenartigen Zeichen und von Zurichtungen, das auch durchaus was Fetischistisches hat. Man sieht ganz klar den Einfluss des Surrealismus, aber auch eine interessante Aktualisierung des Konstruktivismus. Man denkt an Fernand Léger, der auch für Romberg wichtig war. Und mit der Zeit arbeitet sie sich in eine zunehmende Abstraktion hinein, wie man es hier sehen kann. Bis die Körper, die sie zeigte, eigentlich nur noch aus den Attributen bestanden, zusammenmontiert wie Cyborgs. Ich muss an den montierten Menschen denken, letztes Jahr hier im Museum Volkwang. Diese Malereien machte sie auf Hartfaserplatte mit Acryl und sie schliff immer wieder die Schichten des Acryls ab, sodass eine ganz glatte Oberfläche entstand, die auch was, ja, matt glänzend wie Gummi wirken, diese Bilder. Also insofern wieder stark entkörperlicht. Aber die Ausstellung zeigte nicht nur ungefähr ein Dutzend Gemälde, sondern auch viele Zeichnungen von Romberg. So, für sich super interessant. Die erste Retrospektive, die Christina Romberg's Werk in Europa erfuhr.
Aber die Ausstellung hörte hier nicht auf. Sondern sie fragte mit vielen Stimmen anderer Künstler, was heute an dieser Arbeit interessant ist. Und die Vorzeichen für diese Praxis haben sich natürlich geändert. Was interessiert uns heute? Vielleicht weniger die Einschnürung des Körpers, seine Zurichtung, seine Disziplinierung, sondern eher ein umgekehrtes Verhältnis der Körper als eine Option der Persona, die er oft ihren Sitz im Virtuellen hat. Der Körper als Showroom, als Anhängsel der virtuellen Persona, der beliebig geformt werden kann. Die Ausstellung umstellte gewissermaßen Rumberts Arbeiten mit den Arbeiten von 15 weiteren Künstlern, teils Altersgenossen, auch Weggefährten, vor allem aber jüngeren Künstlern. Wir sehen hier im Hintergrund Konrad Klappek, der Mann in der Frau, ein äußerst seltsames Bild, eine Art Tastatur mit hebräischem Alphabet, die eine gewisse Verwandtschaft mit Ramberg hat, insofern als da soziale Strukturen und Begehren extrem kondensiert und verdichtet ist in einzelnen Gegenständen, die was Emblematisches gewinnen. Sie haben ja gerade schon gesehen, dieses Display ist auch ungewöhnlich. Das ist natürlich jetzt eine kuratorische und auch ästhetische Entscheidung, die Bilder nicht an die Wand zu hängen, sondern Wände einzubauen. Das heißt, da findet bereits eine Distanznahme statt innerhalb der Ausstellung selbst. Und es setzte sich eben fort mit lauter eigenartigen Paraformen, könnte man fast sagen, oder paragonalen Formen, also Formen, wo der Rahmen selber zum Material der Arbeiten wurde. Wie hier zum Beispiel der Hintergrund zum Amerikaner Galen Gerber, heißt Backdrop, also Hintergrund, und besteht schlicht aus grauem Papier, das als Fotohintergrund normalerweise eingesetzt wird. Und er setzt das oft ein, um auch mehrere andere Künstler quasi sich dahinter zu spachteln, ja, hinter diese Werke zu setzen, die da hängen und auf diesem Papier. Hier haben wir einfach nur eine Wand, die mit diesem Papier eingekleidet ist. Und so war dieses, wenn man sich in dieser Ausstellung bewegte, auch in diesem gedimmten Licht, war man schon in so einer seltsamen Unklarheit. Ist man außen, ist man innen, ist die Ausstellung schon fertig? Wird hier gerade die Dokumentation der Ausstellung vorbereitet? Wir sehen hier eine Arbeit von der Amerikanerin Sänger Nathalie Woody, die auch mit Ramberg auf vielen Ebenen spricht, unter anderem was das Verhältnis von Körper und Technik, Zurichtung, Gerät angeht. Das ist eine entkernte Klimaanlage, an der eine Nylonstrumpfhose gespannt ist. Wir haben gerade gesehen von Richard Wiesek so holzzaunförmige Skulpturen aus Kirschholz tatsächlich, aber so industriell perfekt lackiert in Gelb und in Babyblau. Und hier nochmal eine Nachname. Und hier hinten sehen wir so eine Babytür. Man musste tatsächlich Babytüren öffnen, auf Hüfthöhe und wieder hinter sich schließen. Das waren Arbeiten der Schwedin Ghislaine Leung. Und die hatte die Ausstellung selber sozusagen Stolperfallen eingebaut, Beschränkungen, sodass man selber seine körperlichen Bewegungen auch reflektieren musste. Der Blick in den Saal. Hinter diesen Wänden stand auch eine eigenartige junge Malereiposition. Die Mexikanerin Frida Toranzo-Jäger baut verschiedene Skulpturen, oft Autos, aus Leinwänden, aus Malereien. Also hier auch eine gewissermaßen Entkernung und Ausstülpung des Werkes. Das würde man auf links drehen. Rechts interessant, dieser halbe Kegel, das ist so eine Hohlform von Diane Simpson, heißt Box Pleats. Simpson schuf ähnlich wie Rumberg eine skulpturale Abstraktion von Kleidungsstücken, also hier eben halt im Medium der Skulptur. Und heraus kamen Hohlformen des Körpers, genauso wie bei Alexandra Birken, der deutschen Bildhauerin. Wir sehen hier die Skulptur im Vordergrund. An der Wand hinten von Hans Christian Lotz eine elektronische Schiebetüre, die sich öffnete, wenn man sich näherte.
Also auch ein wirklich hervorragender Kommentar zum Tafelbild. Ja, also das Werk löst sich quasi auf in Automation, die aber hier ihres Zwecks entkleidet ist. Wir sehen hier einen Ring, den die Mexikanerin Anna Pellicer entworfen hat zum 100-jährigen Jubiläum der Freiheitsstatue. Der passt genau auf einen der Finger der Freiheitsstatue. Das ist natürlich eine wirklich sehr schöne existenzielle politische Geste als Mexikanerin, also eine Ökonomie, die eher unter der Ökonomie leidet, für die die Freiheitsstatue steht, ein derartiges Geschenk zu entwerfen. Und wir hatten überall in allen Steckdosen, die sich ja im Boden verstecken und wo elegante Videoinstallationen angeschlossen werden können, gab es diese Pilzleuchten. Wieder von Jocelyn Guillaume, die vorher auch diese Babytüren gemacht hatte, mit dem Namen Shrooms. Shrooms ist ein Spitzname von Mushrooms und wird eher von Menschen verwendet, die Pilze essen, also psychedelische Pilze essen. Man hatte also eine gewisse psychedelische Aufladung auch der Ausstellung, die aber derart banal und diskret daherkam, in Form von so einem Babylicht. Und das ging wirklich durch alle Steckdosen im Raum, wir sehen es hier überall. Und es waren so kleine Gäste wie so ein Kafkascher Otradek, so ein seltsames Zwischenwesen, womit irgendwie auch die Institution selbst mit ihrer Infrastruktur wie so gegen den Strich gebürstet wurde, sodass sich die Haare aufstellten. Dazu kamen unter anderem noch Filme von Terry Tamlitz und Kathleen White, Fotografien von Sarah Direct. Es war eine so komplexe Versammlung unterschiedlicher Stimmen, so unterschiedlicher Werkformen, ein Flüstern von vielen Seiten, eine wirklich raffinierte Grammatik der Fremdheit. Und diese Werke, die so unterschiedlich waren, wiesen untereinander auf verbindende Interessen und Eigenheiten hin. Sie lockerten einander gegenseitig, hoben einander aus der Fassung. Sie schoben gewissermaßen so Stechbeite zwischen sich, zwischeneinander. Sie trennten gegenseitig ihre Fasern auf. Und sie setzten gewissermaßen auch immer einander gegenseitig in Klammern. Niemand war hier nicht angeschaut. Das heißt, die Ausstellung übertrug Christina Rambergs Analyse des Wechselverhältnisses von Körper und Kleidung, von Personen und gesellschaftlichen Zeichen und Normen auf eine Analyse der Beziehung von Werk und Institution und übertrug diese Schärfe und Beharrlichkeit, diese Sprengkraft in Rambergs Arbeit auf die Institution selbst. Sie zeigte, dass wenn eine Institution einen neuen Blick auf ein Werk werfen möchte oder ein Werk auch erstmals vorstellen möchte, dass es sich besonders lohnen kann, sich den Blick zu eigen machen, den andere Künstlerinnen auf dieses Werk werfen. Und damit zeigte sie auch, dass jeder Blick auf ein Werk durch eine Institution immer ein vorläufiger ist, einer unter vielen möglichen anderen. Die Ausstellung präsentierte ein Modell, das zeigt, wie Institutionen heute, wo so vieles dem Drang zum Marketing unterworfen ist, einerseits und andererseits politischen Erwartungen, mit dem Ergebnis, dass wir oft Unternehmungen haben, die Identität eher festigen als hinterfragen. Dieses Modell zeigte, wie man Identität aufbrechen kann, wie man sie problematisieren kann, wie man der Verschließung von Identitäten entgegenarbeiten kann und wie man die Autorität, die große Namen ausstrahlen, öffnen kann und den Blick freilegen kann auf die Eigenheiten und die jeweilige Machweise der Werke selbst. Vielen Dank. Teams entgegenzunehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei der EIKA bedanken, Daniel Ferré, vielen herzlichen Dank
und natürlich bei Kolja Reichert für die Auszeichnung und auch für diese sehr bewegende Laudatio. Ganz herzlichen Dank. Auch wunderschön, in so netter Gesellschaft zu sein, und ich gratuliere auch ganz herzlich der Kunsthalle Rostock und dem Museum Volkmann. Eine besondere Ausstellung, jede Auszeichnung ist irgendwie besonders, aber es ist immer besonders schön, wenn man eine Auszeichnung bekommt für eine Ausstellung, ein Projekt, das einem besonders am Herzen liegt, und das ist in diesem Fall der Fall. Es ist natürlich ein Projekt, das kompliziert ist, das schwierig ist, eine Soloausstellung mit einer Gruppenausstellung zu verbinden. Das ist eine Herausforderung und ich freue mich, dass es geglückt ist. Es ist natürlich ein Projekt, das nicht ohne viele Partner und viele Mitarbeiter, ein ganz tolles Team entsteht. Und ich möchte meinem Team danken, ich mein fantastisches Team, meinem Direktor danken und den Partnern. Die Ausstellung tourt gerade noch durch die Lande und ist etwas verspätet am Baltic in Gateshead angekommen und wird dann noch bis April zu sehen sein. Vielleicht schafft es der eine oder der andere trotz Corona-Restriktionen. Ich möchte auch noch ganz kurz unseren Förderern denken, dem HKF, dem Kulturfonds und der Terra Foundation. Ganz, ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.
kann man gar nicht mehr reden, eigentlich müsste man das noch hören. Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wie Sie wissen, befinden Sie sich im schönsten Museum der Welt. Ja, Sie glauben dem, was der amerikanische Kunsthistoriker Paul Jay sagt, das wurde ja schon mal erwähnt, da auslief, als er 1932 das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Essen besuchte. Bedauerlicherweise vermochte sein euphorischer Ausspruch fünf Jahre später nicht zu verhindern, dass 1400 oder 1400 Werke von den Nazischergen als entartet beschlagnahmt wurden und nach 1945 nur wenige zurückerworben werden konnten. Jene superlativische Einschätzung des Harvard-Professors Sammlers und Mitbegründers des Museum of Modern Art wurde 2010, wie Sie auch schon gehört haben, der Titel einer Ausstellung, in dem gerade in Essen eröffneten Neu- und Anbau von David Chipperfield. Sie bezog sich auf den Grundstock der schon in den 20er Jahren berühmten Privatsammlung des Mäzens und Gelehrten Karl-Heinz Brosthaus. Dieser, erlauben Sie mir den kurzen Blick zurück, eröffnete dafür ein Museum zunächst 1902 im westfälischen Hagen, was 1922 mit dem Städtischen Kunstmuseum in Essen fusionierte und dort seinen neuen Standort fand. Eine fortschrittliche Initiative kunstbegeisterter Essener Bürgerinnen und Bürger der damals neu begründete Museumsverein, wohlbemerkt, sorgte für den Erwerb der Sammlung Osthaus und dafür, dass sich die Stadt Essen für Bau, Unterhalt und Personal verpflichtete. All das geschah mit dem ursprünglichen Namen Folkwang, der aus dem altnordischen Vers Epos Ella kommend Halle des Volkes bedeutet, und von Anbeginn durfte er bis heute in dieser Bedeutung Programm dieses Hauses sein. Die erwähnte Ausstellung, das schönste Museum der Welt, Museum Folkwang ist 1933, setzte also vor 10 Jahren die von Osthaus gesammelte Avantgarde der Moderne, von Cézanne über Van Gogh bis hin zu Expressionisten der Brücke und des Blauen Reiters, das breite Spektrum von osteuropäischen Kunsthandwerken Szene und manifestierte die Universalität dieser Sammlung, womit sich das Essener Haus lange vor dem MoMA über die Präsentation von zeitgenössischer Kunst hinaus gattungsüberschreitend präsentiert hatte. Weshalb das Museum Folkwang im 2019 für die EIKA-Nominierung als Museum des Jahres in Blick kam, ist das Verdienst seines Direktors Peter Burschmüter, auch das seines Teams. 2018 löste Burschmüter, nachdem dieser als stellvertretender Direktor des MMK in Frankfurt verlassen hatte, seinen Vorgänger Tobias Betzola in Essen ab. Ganz im Sinne des Folkwang-Gründers sieht sich Peter Burschmüter dem Transdisziplinären und der Nähe zum Menschen verpflichtet. Deutlicher als zuvor befragt nun das Museum Folkwang seine Rolle in der Stadt, die sich bekanntlich seit Ende der Steinkohlenförderung in einem bedeutenden Wandel befindet, wie auch vorhin angemerkt, und von der internationalen Kunstwelt gerne unterschätzt. Zur Frage, verehrte Damen und Herren, was überhaupt ein gutes Museum ausmacht, hat Walter Fick, wie vorhin auch erwähnt, für die EIKA-Kriterien entwickelt, die ein Museum dann würdigt, wenn es sich quer zu den herrschenden Trends stellt, wenn es in größtmöglicher Distanz zum kommerziellen Kunstbetrieb an den überlieferten Verpflichtungen des Sammels und Bewahrens erschließens festhält und wenn es sich Unabhängigkeit bewahrt, sowohl im Ankaufs- wie in der Ankaufs- wie in der Museumspolitik. Um nur einige von diesen Kriterien zu nennen, die bereits für das Museum Folkwang zutreffen dürfen. Im Weiteren würdige ich dieses Haus auf der Basis traditioneller Hauptkategorien von Museumsarbeit, die natürlich auch von den erwähnten Kriterien berücksichtigt sind. So zum Themenkomplex Sammeln und Bewahren. Das Museum Folkwang widmet sich, wie schon angesprochen, im großen Stil der ungewöhnlichen Kollektion von Karl-Heinz Brosthaus sowie der Tradition des Gattungsübergreifenden. Es sorgt für deren Erweiterung durch Ankäufe, die bis in die Gegenwart reichen, wie etwa der Erwerb von Max Pechsteins Tänzer zur Weiterentwicklung des expressionistischen Chronologs von Dr. Walter Griese im Dezember 2019. Die übrigens sehr schön jetzt platziert ist, wie ich vorhin beim Rundgang gesehen habe. Das Haus achtet ferner darauf, dass die Komplexität der Sammlung auch mit den ethnologischen und archäologischen Exponaten
auch das im Museum Folkwang beherbergte größte deutsche Plakatmuseum und nicht zuletzt die bedeutende Fotoabteilung mit 65.000 Fotografien in ein wirkungsvolles Zusammenspiel gebracht. Otto Steiner, daran sei auch kurz erinnert, baute mit der Unterstützung der Stadt Essen die Kollektion historischer Fotografie auf, was den Kern, der seit 1979 in einer eigenen Abteilung und seit kurzem von Thomas Selig betreuten Sammlung bildet. Aufbereiten, ausstellen, vermitteln. Die 2019 vorgenommene Neuordnung der Sammlung unter dem durchaus programmatischen Titel Neue Welten ersetzte die bisherige bis dato chronologische Ordnung durch eine thematische, die Besucherinnen und Besucher auf vielen Ebenen einlädt, in den 24 Räumen höchstpersönliche Berührungspunkte zu finden. Einige Werke der Moderne sind mit farblich markierten Angaben zur Provenienz versehen. Sie geben an, ob das Werk sicher oder unsicher ist, ob Forschungsbedarf besteht. Das ist immer noch keine Selbstverständlichkeit in deutschen Museen. Jenes letztjährige gelungene Zusammenspiel von wissenschaftlich gut recherchierter Ausstellung wie der montierte Mensch und der thematisch ergänzenden Schau I Was a Robot, das ein weniger kunsthistorisch interessiertes, auch bildungsfernes Publikum ansprechen wollte, sei hiermit hervorgehoben. Es macht das Museum zu einem Ort der Gelehrsamkeit, aber auf guter Distanz zu jeder Form von musealem Piedestaldenken. Vielschichtig ist dazu noch die Vermittlungsarbeit, wie wir auch vorhin gehört haben, des Völkermuseums durch Symposien und Vorträge sowie diverse Aktionen für ein junges Publikum. In diesem Zusammenhang erwähnt sei die Kooperation des Hauses mit einer historisch wichtigen Ausbildungsstätte in Essen mit der Völkermuseumsschule. Die aktuelle Homepage des Museums informiert umfassend in 6 Sprachen. Auf sehr einladende Weise macht das Völkern darüber hinaus auch Google Art Culture per Klick eine Auswahl von zusammenhängenden Bildern, Sammelbeschreibungen und Informationen zu verwandten Sujets des Künstlers sowie jenen zu anderen Künstlern zugänglich. Die erwähnte Öffnung des Hauses zur Stadt und zu Besucherinnen und Besuchern, das werden Sie, geehrte Damen und Herren, sicher selbst schon vor dem Betreten des Gebäudes erfahren haben. Denn von weitem lädt der Volkwang-Bau mit seiner großzügigen Fensterfassade ein, lockt vielmehr über die vielen Stufen in den Patio, wo bei günstigen Temperaturen die Cafeteria zu verweilen verführt. In der Lobby haben Sie heute die Projektion von Keith Herrings The Wall gesehen. Sie konnten sich zuvor und auch nach Herrings Auftritt können Sie sich erneut als verzerrte Spiegelung Ihrer selbst in der Installation von William Forsythe amüsieren. Von diesem lichtdurchfluteten, auf Transparenz angelegten Foyer aus gelangen Sie in eine 1400 Quadratmeter große Ausstellungshalle, die deutschlandweit die größte ihrer Art sein kann. Ihnen bleibt übrigens beim Rundgang das Treppensteigen weitgehend erspart, weil alle Räume im Parterre angesiedelt sind. Es sei denn, die Besucherinnen und Besucher begeben sich in das Areal im Souterrain, das inzwischen ausschließlich für Fotografie genutzt wird. Oder hier in diesem Raum kommt man ja auch, wie ich gemerkt habe. Über seine architektonische Öffnung zur Stadt hinaus begreift sich das Volkwang nach Peter Gorschüter ausdrücklich nicht als Gegenwelt zur Aktualität. Das ist ganz im Sinne der jüngsten Definition eines aktuellen Museums, wie sie das International Council of Museums, kurz ICOM genannt, aus seiner Versammlung 2019 in seine Statuten aufnahm. Museen sind demokratisierende, integrative und polyphone Räume für den kritischen Dialog über Vergangenheit und Zukunft. In Anerkennung und Auseinandersetzung mit Konflikten und Herausforderungen der Gegenwart halten sie Artefakte und Exponate treuhänderisch für die Gesellschaft bereit. Sie bewahren vielfältige Erinnerungen für die künftigen Generationen und garantieren allen Menschen gleiche Rechte und gleichen Zugang zum Erbe. Für sein Bestreben im Geiste der ICOM-Definition allen Menschen die gleichen Rechte und gleichen Zugang zum kulturellen Erbe zu ermöglichen, ohne den Anspruchscharakter der Kunst aufzugeben, wie dies die EIKA-Kriterien ansprechen, ist das Museum Volkwang fraglos sehr zu würdigen.
Vielleicht verlängerte deshalb die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung um 1,5 Jahre seine Förderung in Höhe von 200.000 Euro jährlich und gewann die Stadt Essen den Besucherinnen und Besuchern dauerhaft einen kostenlosen Eintritt für die ständige Sammlung zu ermöglichen. Mit Blick in die Zukunft bleibt mir abschließend zu erwähnen, dass wir uns im kommenden Jahr etwa auf die Kooperation dieses Hauses mit der Villa Hügel freuen dürfen, auf eine gemeinsame Hommage an Martin Kippenberger. Aber ein Jahr später, verehrte Damen und Herren, feiert das schönste Museum der Welt sein 100-jähriges Jubiläum, bei dem wir hoffentlich alle hier wieder versammelt sind, vor allem und hoffentlich absolut Corona-frei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gratuliere dem Volkwang-Museum. Auch an die Kolleginnen und Kollegen von der Kunsthalle Rostock und dem Kunstwerk in Berlin. Herzlichen Glückwunsch meinerseits für die Nominierung, die Auszeichnung zur Ausstellung des Jahres und zur besonderen Ausstellung. Und ich freue mich einfach persönlich so sehr, dass Sie den Weg heute nach Essen gekommen sind, trotz Corona-Bedingungen, dass wir hier gemeinsam gleich noch feiern können über unsere drei Auszeichnungen. Herzlich willkommen. Drittens, liebe Gäste, ich muss Ihnen was beichten. Die letzte Urkunde, Auszeichnung, die erste und letzte Urkunde, Auszeichnung, mal abgesehen von ein paar Zeugnissen, die da noch dazwischen waren, die habe ich 1987 bekommen. Das war eine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen. Das ist ja schon traurig genug, eine Siegerurkunde, aber es kommt noch viel schlimmer. Ich habe sie eigentlich gar nicht verdient. Ich hatte einen freundlichen Klassenkameraden, der hat mir 10 Meter mehr beim Weitwurf aufgeschrieben, im Gegenzug zu einer Dose Cola. Und ich bin wahnsinnig froh, dass jetzt nach wie vielen Jahren, 45 Jahren, nein, 35 Jahren, dieses Trauma mit dem heutigen Tag beendet ist. Und ich endlich, garantiert ungeschmiert in diesem Falle, diese Auszeichnung stellvertretend für das Museum Volkwang entgegennehmen kann. Und ich möchte gleich diese Auszeichnung weiterreichen an das wunderbare Team des Museums. Einige von meinen Kolleginnen und Kollegen sind heute Abend hier. Vielleicht stehen die da sind, mal kurz auf. Erfrischen sich dann. Sponsoren, Förderer, die es einem ermöglichen, diese umzusetzen. Und deswegen gilt noch ein kurzer Dank
aber doch einer von Herzen an die vielen, die uns unterstützen, an die Stadt Essen, ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter, die uns nicht nur finanziell tragen, sondern ideell unterstützen, an den Volkmar Museumsverein. Und Sie, liebe Mitgliederinnen, Mitglieder, darf das nicht schon wieder, liebe Mitglieder, das ist der Running Gag sozusagen, seit meinem ersten Auftritt hier, liebe Mitglieder des Volkmar Museumsvereins, die unsere Aktivitäten hier im Museum unterstützen, fördern, die mir im Austausch stehen und stellvertretend gilt mein großer Dank hier, lieber Ulrich Blank, als Vorsitzender des Vorstands des Museumsvereins. Ohne den Museumsverein wäre vieles hier nicht möglich, vieles auch von dem, was Uta Reindl eben schon lobenswerterweise erwähnt hat. Und vieles, was da noch kommen mag, das ist eine großartige Unterstützung, nicht nur eine finanzielle, das möchte ich hier ganz klar gesagt haben. Ich möchte mich auch bedanken beim Land NRW. Die sind zwar nicht unser Träger, aber die unterstützen uns in so vielen Aktivitäten, die wir anstoßen, anregen. Und insofern fühlen wir uns da auch sozusagen ins Herz geschlossen beim Land NRW. Und ich hoffe, dass das auch noch viele Jahre so bleibt. Viele Unternehmen und Stiftungen haben uns im letzten Jahr unterstützt. Und die, die uns vor allen Dingen im letzten Jahr und in diesem Jahr unterstützt haben, möchte ich hier nochmal erwähnen. Geht mein Dank an RWE, an Rolf-Martin Schmitz, der da ist. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. An E.ON und Johannes Theissen als CEO. An die RAG-Stiftung mit Bärbel, Berger, Ufodopia und Bernd Tönnies. Übrigens, alle vier sind auch Mitglieder im Volkmar Museumsverein. An die Kunststiftung in RWE, an die Innoji-Stiftung, an die Post-Stiftung, an die Pott-Stiftung. Und ich glaube, Stefan Stolz ist heute Abend da. Freue ich mich auch. Mein ganz herzlicher Dank für Ihre regelmäßige Unterstützung unserer Aktivitäten, vor allen Dingen im Forschungsbereich. Ich danke mich bei der Sparkasse Essen, bei der Kulturstiftung, der Sparkasse Rheinland. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Frau Gata, als Vorsitzende des Kuratoriums der Alfred Krupp von Bohlen-Halber Stiftung, die uns seit vielen Jahren so partnerschaftlich begleiten. Vielen Dank. Ja, vielleicht noch abschließend, diese Auszeichnung war ja, die haben wir erhalten für etwas, was jetzt rückwirkend war, 2019. Und wir nehmen diese Auszeichnung aber auch als Herausforderung, als Ansporn für die Zukunft. Und der Reindl hat schon einiges gesagt, arbeiten weiter an der Idee, unserer Gründungsidee, der Einheit der Künste, der Volkmann-Idee, diese zeitgenössisch zu interpretieren, auszulegen, auszuformen und zu fragen, was bedeutet die. Im nächsten Jahr machen wir das mit einem der Künstler, der für mich sozusagen dieser Idee in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht neben Beuys, am ehesten verkörpert hat, mit Martin Kippenberger. Wir werden dann uns anderen, sozusagen verwandten Sparten, Disziplinen der Künste widmen, dem Tanz, der nächstes Jahr ganz im Fokus stehen wird, unsere Aktivitäten und vor allen Dingen auch der Fotografie mit zwei großen Ausstellungen, der großen Retrospektive zu Tim Rautert und der ersten Mid-Career-Übergangsausstellung zu Tobias Ziloni. Das sind alles Dinge, auf die Sie sich freuen können, ebenso wie unser Engagement, dass wir weiter vorantreiben, Volkmann in die Stadt, in die Stadt hineinzuwirken. Da wird es nächstes Jahr einige erste Aktionen geben im Stadtraum. Und das werden wir in unserem großen Jubiläumsjahr, das Uta Reindl bereits angekündigt hat, noch in viel größerem Sinne entfalten. Zwei Themen beschäftigen uns, wie, glaube ich, alle in allen gesellschaftlichen Bereichen, das ist das Klima und die Digitalisierung. Auch da versuchen wir große Schritte voranzugehen Richtung eines klimaneutraleren Museums. Vielleicht das klimaneutrale Museum, das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber da haben wir erste Sachen eingeleitet in diesem Jahr, neue Klimaanlage eingerichtet. Wir arbeiten an der Idee einer Photovoltaikanlage auf unserem Dach und viele andere Dinge, die wir auch in unseren täglichen Abläufen und in unserer Logistik verändern wollen. Das wird eine Herausforderung sein, die nicht nur in diesem nächsten Jahr auf uns wartet, sondern uns die nächsten Jahre begleiten wird. Ebenso wie die Digitalisierung. Auch da haben wir erste größere Schritte in den letzten Monaten gemacht. Seit letzter Woche ist unsere Sammlung online, die neue Sammlung online veröffentlicht mit über 87.000 Werken aus der Sammlung, die Sie jetzt online einsehen können und recherchieren können. Viele davon, die meisten auch mit Bild. Wir werden nächste Woche einen neuen virtuellen Rundgang durch unsere aktuelle Sammlungspräsentation präsentieren und veröffentlichen, auch auf unserer Website mit Google Arts & Culture und viele, viele weitere Aktivitäten im Bereich Social Media, der App, die wir bereits unternommen haben und die wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ausbauen werden.
Das also nur ein kleiner Ausblick, dass es mit dieser Auszeichnung noch längst nicht getan ist. Trotzdem freuen wir uns wahnsinnig darüber, dass wir jetzt schon diese Auszeichnung erhalten haben für das Jahr 2019. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam zum geselligen Teil des Abends überzugehen, zu dem Dinner, und würde dazu noch eine logistische Sache sagen in Corona-Zeiten. Wir bitten Sie, sozusagen sukzessive den Saal zu verlassen, und zwar zunächst die Reihe 1. Und wenn die Reihe 1 sozusagen den Saal verlassen hat, dann bitte die Reihe 2 und so weiter. Also warten Sie mal einen kurzen Moment, bis die Reihe vor Ihnen frei ist. Dann sind wir auch sozusagen in unserem Corona-Schutzkonzept. Also, ich freue mich auf einen noch schönen Abend mit anregenden Gesprächen. Vielen Dank fürs Kommen und nochmal vielen Dank an die EIKA für diese Auszeichnung.